Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder aus dem Kaufbeurer Rathaus, darf Sie zu verschiedenen Themen informieren, beginne mit Corona. Da liegt die 7-Tages-Inzidenz in Kaufbeuren bei 544. Das heißt, die letzten 7 Tage haben sich aus unserer Wohnbevölkerung 243 Personen positiv PCR getestet. Das ist etwa eine Seitwärtsentwicklung. Es geht mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Wir kommen nicht richtig weg von dem Thema. Im Klinikum liegen aktuell auf der Isolierstation 16 Patientinnen und Patienten mit positiven Tests. Davon sind diese Woche 4 geimpft und 12 ungeimpft. Auf Intensiv ist diese Woche kein Patient mit Corona-Diagnose. Großes Problem nach wie vor im Klinikum und auch an anderen Stellen, dass Menschen durch Corona-Erkrankungen ausfallen, nicht zur Verfügung stehen, in Quarantäne sind. Und das betrifft zum Beispiel auch unser Schwimmbad in Neugablonz. Wir hätten jetzt gern geöffnet, müssen das Corona-bedingt nochmal verschieben um einige Tage, hoffen, dass wir nächste Woche starten können. Wenn's Wetter passt, geht's dann in Neugablonz nächste Woche los. Am morgigen Donnerstag, dem 12. Mai, gibt es in Bad Wörishofen im Kurhaus ein schönes Konzert mit dem Kiew Symphony Orchester. Eintritt 29 Euro zugunsten der Ukraine, wird veranstaltet von Rotary. Also, ein Besuch in der Nachbarstadt lohnt sich. Ansonsten bitte in Kaufbeuren bleiben, hier einkaufen und vor allem am Samstag, dem 14. zu unserem neuen Brunchmarkt kommen. Der startet um 9 Uhr am Kirchplatz in Kaufbeuren, geht den ganzen Vormittag. Lecker essen, Leute treffen, sich unterhalten lassen. Das ist doch was, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich wünsche Ihnen alles Gute.